In unserem heutigen Beitrag beschreibt der Finanzexperte Hans-Werner Sinn die Gründe, warum die EZB unseren Euro entwertet. Wenn es keine Inflation gibt, gibt es auch noch eine andere Gefahr. Das ist nämlich die sogenannte duale Währung. Also der Geldüberhang muss irgendwie weg in normalen Zeiten. Wenn es keine Inflation gibt, die das Geld entwertet real, und man auch den Rückwärtsgang nicht direkt einlegen kann, dann bleibt noch die Möglichkeit der sogenannten dualen Währung. Was ist das? Das ist ein Modell, das entwickelt wurde am Internationalen Währungsfonds. Das sind nur Planspiele, sagen wir mal, auf der akademischen Ebene. Aber es gibt immerhin Papers, die auch zur Zeit von Christine Lagarde, als sie dort Präsidentin war, durchgelassen wurden. Jedes Paper, das da rauskommt, wird natürlich erstmal begutachtet, ob es überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erblicken soll. Diese Papers gibt es. Und was sagen die? Naja, die sagen, wir müssen sehen, dass wir dann die Bargeldmenge irgendwie entwerten, mit einem negativen Zins versehen. Wie kann man Bargeld mit einem negativen Zins versehen? Durch folgenden Trick. Man führt erstmal elektronisches Bargeld ein. Heute ist es ja so, Banken haben zwar ein Konto bei der Zentralbank, bei uns also bei der Bundesbank, sie haben also elektronisches Zentralbankgeld, aber der Rest der Wirtschaft nicht. Jetzt soll der ganze Rest der Wirtschaft das auch tun dürfen. Jeder von uns kriegt eine Kreditkarte und kriegt ein Konto direkt bei der Bundesbank, hat also elektronisches Bargeld, nicht? Während sonst elektronisches Geld ja nur eine Forderung gegen die Bank ist. Und die Bank hat dann wieder Forderungen gegen die Bundesbank. Jetzt hätte man eine direkte Forderung gegen die Bundesbank. Und dieses elektronische Bargeld, wenn es mal da ist, könnte man mit einem negativen Zins versehen. Wir haben ja schon zum Teil auch negative Zinsen bei den Giralgeldbeständen, also den Bankkonten, die man hat, oder sehr hohe Gebühren, was fast dasselbe ist. Aber jetzt könnte man richtig negative Zinsen draufknallen. Und dadurch würde der Wert dieses Geldes natürlich von Jahr zu Jahr schrumpfen im Umfang dieses negativen Zinses. Das ist fast, als gäbe es eine Inflation, nicht? Man könnte also eine Inflation imitieren durch den negativen Zins. Würden Sie sagen, ja, aber dann weichen die Leute in die Banknoten aus. Nun gut, die Idee jetzt bei den Vertretern dieser dualen Währungsidee ist, zu sagen, nur das elektronische Zentralbankgeld ist gesetzliches Zahlungsmittel und die Banknoten nicht mehr. Das heißt, Verträge, Schuldverhältnisse, Kaufverträge werden nur noch mit dem elektronischen Zentralbankgeld gemacht. Das ist die relevante Zahlung. Und Banknoten sind was anderes. Banknoten kriegen einen Wechselkurs im Verhältnis zum elektronischen Zentralbankgeld und werden jedes Jahr abgewertet um einen Prozentsatz, der dem Negativzins entspricht. Ja, und dann in der Tat schrumpft der Geldüberhang automatisch, nicht? Wenn es keine echte Inflation gibt, gibt es dies. Und Sie können davon ausgehen, wenn man das macht, dann flüchten und fliehen die Leute natürlich aus dem Geld, weil ihnen das unter den Fingern zerrinnt und wollen was Reales kaufen, Immobilien, Güter, sonst was. Und spätestens dann setzt auch die tatsächliche Inflation dann ein. Also so und so ist es mit diesem riesigen Geldüberhang nicht so toll. Da laufen wir in eine Gefahr hinein, die im Moment für viele noch nicht sichtbar ist. Aber in der historischen Perspektive sollten wir ganz, ganz vorsichtig sein. Speziell wir Deutschen sollten vorsichtig sein. Warum? Ja, weil viel von diesem Extrageld, das hier geschaffen wurde, was eigentlich gar nicht so richtig nötig ist für die Transaktionen der Wirtschaft, sich in Deutschland sammelt. Es sammelt sich in Deutschland, weil Deutschland das stabilste Land ist in Finanzdingen. Ja, wir haben die niedrigsten Zinsen auf der ganzen Welt wegen der hohen Bonität des deutschen Staates durch die niedrige Verschuldung. Und deswegen wird es in Deutschland angelegt und hierhin überwiesen. Diese Überweisungen werden gemessen durch die Tagezahlen. Das wissen ja viele von Ihnen schon. Das Land, wo das Geld hin überwiesen wird, das kriegt eine Target-Forderung gegen das Eurosystem und das andere Land kriegt eine Target-Verbindlichkeit. Und hier sehen Sie mal die Entwicklung der Kurven, die wir haben. Das ist das nach Deutschland hin überwiesene Geld, oben gelb. Und rosa ist das aus den Krisenländern raus weg überwiesene Geld, das da abgeflossen ist. Und dahinter steht vor allem zwei Länder, Italien und Spanien, wo also sehr viel Geld abgeflossen ist. In Italien ist im März eben schon sehr viel abgeflossen. Das war die Kapitalflucht, die ich schon erwähnt habe. Nicht? Worauf ich hinaus will, ist, es liegt in Deutschland im Umfang dieser gelben Kurve ein zusätzliches Geld, das in der Regel im Eigentum der Deutschen ist. Denn das kam ja aus dem Ausland, um in Deutschland Aktien zu kaufen, Güter zu kaufen,
sonstige Vermögensobjekte zu kaufen. Und die Deutschen halten jetzt diese Säcke voll Geld. Relativ viel Geld im Verhältnis zum Vermögen. So richtig reich sind die Deutschen nicht. Nach einer EZB-Umfrage liegen wir ja da eher im unteren Teil der Euro-Länder. Aber es ist eben sehr viel Geld im engeren Geldsinne da, also als nicht verzinsliches Vermögen in den Händen der Deutschen. Und wenn jetzt dieses Geld durch Inflation oder durch die duale Währung entwertet wird, dann trifft uns dieser Verlust in besonderem Maße. Das ist der Zeitpunkt, zu dem ich etwas sagen muss zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das nun am 5.5. veröffentlicht wurde. Es hat einen langen Streit mit dem EuGH gegeben zu diesem Eventualprogramm OMT, also diesem Versicherungsschutz gegen Kreditausfälle, welchen Mario Draghi 2012 ankündigte, mit dem Begriff whatever it takes. Da hat das deutsche Verfassungsgericht schon gesagt, dass es das nicht richtig findet, dass es eine Verletzung des Maastrichter Vertrages ist, wonach ja also eine Monetisierung von Staatsschulden gar nicht so richtig erlaubt ist, nur temporär und so weiter. Dann gab es eine Frage dazu an den EuGH. Der möchte doch das beurteilen. Der EuGH hat gesagt, es ist alles okay. Und das deutsche Verfassungsgericht hat dann gesagt, naja, wir finden, es ist nicht okay, aber ihr seid das übergeordnete Gericht und wir akzeptieren das mal, obwohl wir eure Meinung nicht so richtig nachvollziehen können. Und dasselbe Spiel hat sich bei dem großen Kaufprogramm PSPP wiederholt, das 2015 aufgelegt wurde, wonach also um die 2000 Milliarden Euro Staatspapiere von den einzelnen Notenbanken gekauft wurden. Nicht? Wieder hatten Leute geklagt in Deutschland beim deutschen Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht drückt seinen Unwillen aus, reicht die Sache weiter zum EuGH. EuGH sagt alles prima und diesmal hat das deutsche Verfassungsgericht nicht einfach geschluckt, sondern es hat schon geschluckt und hat dann reagiert, indem es erklärt hat, uns reicht's nicht. Also wir akzeptieren das nicht mehr. Das ist jetzt nicht mehr im Bereich dessen, was durch die Verträge noch gedeckt ist. Ich zitiere mal, die sind also da schon sehr deutlich geworden. Das Urteil des EuGH ist im Hinblick auf die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit der zur Durchführung des PSPP erlassenen Beschlüsse schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und damit ultra vires ergangen. Und der Begriff Willkür wird auch für diesen Zusammenhang verwendet. Und jetzt ist dem der EZB eine Auflage gemacht worden, doch zumindest mal zu erklären, warum sie das denn alles so macht und ob das alles noch verhältnismäßig ist. Und wenn das nicht in den nächsten 3 Monaten passiert, dann darf die Bundesbank also nicht mehr an diesem Kaufprogramm mitmachen und dann wird dann Knall passieren. Aber natürlich werden die jetzt irgendwas erklären und dann der Bundesbank das geben, dass die das weiterleitet. Damit wird also diese akute Krise zunächst einmal behoben, aber es ist tiefer. Der Unwille des Verfassungsgerichts gegenüber dieser Politik bleibt und wird eine dauerhafte Veränderung vermutlich im Verhalten der Europäischen Zentralbank erzeugen. Viele sagen, wie kann denn das sein? Proteste in aller Welt. Wie kann das deutsche Verfassungsgericht sich anmaßen, gegen den EuGH sich zu wenden und dem zu widersprechen? Das darf das untergeordnete Gericht doch nicht. Aber wir haben noch keinen europäischen Staat, wo das Verfassungsgericht in jedem Punkte übergeordnet ist. Das hängt von der Fragestellung ab. Wenn es um Geldpolitik geht, ist das Verfassungsgericht übergeordnet und der EuGH übergeordnet und das deutsche Verfassungsgericht muss sich fügen. Aber wenn es um Rettungspolitik geht, die letztlich eine fiskalische Politik ist, zulasten auch der Steuerzahler, die ja Eigentümer des Eurosystems sind, dann ist es keine Geldpolitik mehr und das ist nicht durch die Verträge gedeckt. Und hier gibt es diese Hierarchie nicht. Das ist jedenfalls die Position, die das deutsche Verfassungsgericht hier einnimmt. Und es sagt, wir sind bei dieser Frage und auch bei der Frage, wo die Grenzlinie liegt zur Geldpolitik, genauso berechtigt wie der EuGH. Und ein bisschen würden wir akzeptieren, wenn der EuGH eine andere Meinung hat. Aber wenn das so eklatant abweicht von dem, was in den Verträgen nach unserer Meinung drinsteht, dann können wir das nicht mehr akzeptieren. Gut, also die EU ist noch nicht der Souverän. Die Souveräne in Europa sind die Nationalstaaten und die EU haben nur ein abgeleitetes Recht durch die Verträge. Und das ist begrenzt auf Einzelermächtigungen. In bestimmten Bereichen hat die EU mehr zu sagen, in anderen hat sie gar nichts zu sagen. Und deswegen gibt es immer einen Bereich für die nationalen Verfassungsgerichte, wo der EuGH gar nichts zu sagen hat, auch wenn er das versucht. Da hat es also Fälle in Spanien gegeben,
Dänemark, in Tschechien, worauf das deutsche Verfassungsgericht verweist. Und da haben sich auch die nationalen Gerichte gegen den EuGH gestellt und haben sich durchgesetzt. Also das ist hier auch nicht anders. Im Übrigen eine Strafe, ein Verfahren gegenüber Deutschland kann es gar nicht geben, weil selbst wenn die EU der Bundesregierung eine Strafe auferlegen würde, wegen dieses Spruchs des deutschen Verfassungsgerichts, dann dürfte sie die gar nicht bezahlen. Die Bundesregierung dürfte nicht bezahlen, denn sie kann noch nicht für ein Verhalten bezahlen, was rechtmäßig ist. Also da kommen wir in Teufelsküche rein, wenn man das zu Ende denkt. Ich denke, die Beteiligten werden also einen Weg finden, jetzt gesichtswahrend da rauszukommen. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV.